Willkommen zurück bei Kerbal Space Program. In der letzten Folge haben wir festgestellt, dass der Sprit nicht ausreicht, um dann irgendwie den Orbit kontrolliert zu machen oder unsere Fähigkeiten, an was das Steuern dieser Rakete angeht, nicht ausreichen, um also in einen sauberen Orbit zu kommen. Wir schieben das jetzt aber einfach mal auf die Technik. Außerdem war diese ganze Geschichte hier verhältnismäßig fragil, hat aber funktioniert und ich sage, never change a running system. Das Einzige, was wir jetzt machen, ist hier noch mehr Flüssigtreibstoffteile einzubauen. Das sind diese hier. Einfach damit wir noch besser, ne? Und so. Den hier. Zack. So, jetzt kommen da die Dinger ran. So. Und dann. So. Nein, wir wollen da schon. Wie viel hatten wir? Vier hatten wir, ne? Vier. So. Wie hoch können wir denn? Naja. So. Die sitzen überhaupt nicht auf den Teilen drauf, aber sind alle grün. Hier. So. Die kriegen noch die Nippel. Und jetzt machen wir noch mehr von den Dingern hier ran. Na? Warum nicht? Was haben wir? Irgendwas. Die äußeren werden nicht grün. Mit der Höhe kann das eigentlich nichts zu tun haben. Ja, doch. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich doch damit nicht aus. Und jetzt noch die Dinger hier ran. Naja, vielleicht soll man sie nicht unbedingt direkt im Boden versenken. Ach ja, so wollte ich das. Wenn wir die jetzt. Was passiert denn, wenn ich die jetzt hier in den Boden reinbaue? Wir können aber das gesamte Ding. Ich hatte es doch gerade. So. Okay. Nein, das ist doch falsch. Wieso ist denn jetzt hier überhaupt nur einer dran? Hass. So. Ich würde hier gerne ein bisschen. Ey, wenn das einer sieht, der sich damit auskennt, bitte schreibt mir, wie ich bei diesem Bauteil hier mit der Kamera weiter rauszoomen kann. Ist mir noch ein Rätsel. So, jetzt kommen die Dinger da ran. So, da kommen jetzt die ersten ran. So, mit den Häubchen. Und hier jetzt die zweiten. Warum geht das jetzt wieder nicht? Manchmal ist mir das noch ein bisschen ein Rätsel. Eben, jetzt geht das. Na gut. Muss man wahrscheinlich auch nicht verstehen. Und hier jetzt nochmal die Teile. So. Ja, vielleicht müssen wir die dann doch noch ein bisschen nach unten setzen. So. Spitze. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht, irgendwie, ob die jetzt untereinander sind oder so. Ich wollte ja bloß nicht, dass der Ausstoß hier die Dinger vielleicht schon irgendwie kaputt macht oder so. Man weiß es ja nicht. Die kriegen jetzt auch noch ein Häubchen. Einfach, weil es so unglaublich gut aussieht. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Hier vier Raketen. Warum haben wir jetzt hier mehrere? Nur drei. Ah, okay. Und die anderen drei sind hier zusammengefasst, oder was? Muss man nicht verstehen. Dann wieder, dann das, dann hier, dann da, dann puff. Okay. Ich hoffe, das haut irgendwie hin. Wird schon gehen. Wir hauen einfach mal rein. Launch.
Und ich denke diesmal, ui. Ich denke diesmal wieder daran, zuerst, das wabbelt schon so rum. Naja, egal, es hat eben auch funktioniert. Es dreht sich, das macht nichts. Das ist Teil des Designs. Teil meiner Gesamtidee, wie diese Rakete die kleinen grünen Männchen ins All bringt. Das können wir mal hier. Brauchen wir nicht? Ja. Das hier eigentlich? Staging. Docking. Orbit Map. Docking. Also man kann wohl dann irgendwann auch Raumstationen bauen, mit denen man dann offensichtlich docken kann. Ich bin sehr gespannt, wo uns das alles noch hinführt, aber erstmal einen Schritt nach dem anderen, erstmal Orbit. Der ist ganz aufgeregt. Okay, jetzt können wir die hier abspalten und zweite Runde. Hier wird das auch schon deutlich stabiler. Daher dreht das sich auch nicht mehr so stark. Warum sich das dreht, weiß ich nicht. Mal gucken, wie lange uns diese Dinger hier tragen. Könnten ja jetzt theoretisch, können wir das steuern? Nee. Nicht so richtig. Also die Dinger propellern uns jetzt hier erstmal aus der Atmosphäre raus. Irgendwo hin. Aber wir drehen uns schon von alleine jetzt so ein bisschen irgendwie in Richtung Orbit. Oder so. Ja. Das sieht doch, fantastisch sieht das aus. Die sind jetzt auch gleich platt. Wiedersehen. Und jetzt können wir das doch auch drehen. Langsam zwar, weil ist ja klar, ist natürlich jetzt unhandlich das Teil. Größer geworden. Und Feuer. Naja, nur reicht ja auch. So, jetzt gucken wir mal, wie das jetzt aussieht hier. Nee, dass wir fliegen wieder Richtung, wir fliegen zu weit nach unten. Wir müssen weiter nach oben. So. Warum wird das... Achso, wahrscheinlich, weil wir einfach die Richtung geändert haben. Na, es macht überhaupt nichts. Wir fliegen. We're floating in space. So, hier können wir jetzt einen Crew Report verfassen, den wir aufheben. Wir kommen mit dem Ding irgendwie wieder runter. Ich bin guter Dinge. Also hier, da Treibstoff hält lange. Ja, das sieht doch auch schon ein bisschen besser aus. Bin ich jetzt schon Orbit? Ja, wenn ich das jetzt noch ein bisschen runterziehe, wird das besser? Ich habe das Gefühl, es wird besser. Es ist nur unglaublich finster. Aber wenn wir erstmal orbiten, wir haben noch 3/4 Treibstoff. Wir können jetzt hier, achso, wir haben gar nicht Full Speed. Wir müssen mal Full Speed machen. So. Weiß nicht genau. So. Wir wollen ja in einen relativ planetennahen Orbit. Jetzt muss ich natürlich schon wieder gucken, jetzt wenn ich Vollspeed habe, geht natürlich der Sprit auch schneller zur Neige. Gibt es hier nicht irgendwo eine Tankstelle? Aber das wird wieder nichts, weil der Sprit nicht ausreicht, oder? Noch ein bisschen höher ziehen. So, da haben wir es doch. Orbit! Oder was? Einmal rundrum hier, hätte ich gesagt. Genau so ist das. Ich glaube, wir spinnen jetzt hier bis in alle Zeit. So, Kollege. Lampen, ne? Merken, irgendwie gucken, dass mal, wir müssen Lampen erforschen. Crew Report.
Ah, ist das Gleiche, okay. Aber wir konnten doch jetzt, konnten wir nicht auch, gerade konnten wir doch ein Review Report. Your record, the cruise assessment of the situation. Finde ich gut, machen wir. So. Okay, wir sind jetzt also hier im Orbit. Und orbiten um diesen Planeten. Hoffentlich auf die Sonnenseite. Ich beobachte das mal hier noch. Ja, ich glaube, da geht jetzt nichts mehr schief, ne? Also wenn wir jetzt hier mal die Zeit ein bisschen beschleunigen. Ist jetzt nicht so, dass wir irgendwann wieder da irgendwo aufplumpsen. Und die Frage ist, haben wir noch genug Sprit für den Wiedereintritt in die Atmosphäre? Man weiß es nicht. Warum kann ich nicht schneller? Ist schwierig offensichtlich. Na gut, aber dann, ja, hier, das ist doch mal, das sind die Bilder, die wir sehen wollen. Sonnenaufgang in Space. Seht es euch an, majestätisch gleiten wir dahin. Warum wackeln wir jetzt? Weiß kein Mensch, macht aber wahrscheinlich auch nichts. Versuche jetzt gerade die Rakete auf diesen Punkt hier, diesen gelben, auszurichten. Das heißt irgendwas. Ich weiß noch nicht was. So. Wir könnten ja theoretisch auch versuchen, irgendwie hier zu landen. Wenn wir jetzt ein bisschen Gas geben und nach unten steuern, dann können wir noch eine Bodenprobe hier vom den Polarkappen nehmen. Weiß nicht, ob das funktioniert. Können wir noch mehr Richtung Boden steuern? Ja, das funktioniert doch. Das ist doch fantastisch, ist doch das. Nicht unbedingt sonderlich aerodynamisch, was wir da jetzt machen, aber das macht uns nichts. Wenn jetzt die Rakete theoretisch auch absprengen, machen wir auch wieder schauen und treten nur mit der Kapsel wieder in die Atmosphäre ein und landen auf dem Nordpol oder so. Ist doch super. Sehr, sehr erfolgreich. Mein Raumfahrtprogramm. Also, ne? Guck mal. Elfig und sanft wie eine Feder gleiten wir zu Boden. 6400 Meter noch. Mit 200 Meter pro Sekunde fallend nähern wir uns dem eisigen Grund an. Und es bleibt sozusagen nur noch den Fallschirm auszuklappen dann irgendwann. Aber machen wir das jetzt schon? Schade nicht. So, Fallschirm. So, gleich sind wir da. Das war unsere Rakete, die hier irgendwo zerschellen. Wie sagt man denn? Zerschellt ist, meine Herren. Und wir wackeln schon wieder mit dem Fallschirm, jetzt nicht mehr. Early Access, Ladies and Gentlemen. Aber wir sind gleich da und können sozusagen noch mit einer Bodenprobe dieses Schneebioms unsere Wissenschaftspunkteausbeute maximieren. Der Bedeier sieht relativ glücklich und zufrieden aus. Er ist ein gestandener Astronaut. Der Juri Gagarin von Kerbal. Guter Mann. Der Sigmund Jähn von Kerbal. Da. Schön gerade mit dem Arsch unten aufprallen. Ach so, wir können ja hier auch ein bisschen die Zeit, ne? Also
Puff, da sind wir angekommen. Also, ich würde sagen, jetzt hier noch, können wir noch irgendwas, Crew Report, Review Report. So, und jetzt können wir hier doch mal eine Außenmission starten. Sieht doch auch schon fast so aus, als wären wir auf dem Mond. Es gibt nur keine Schwerelosigkeit. Aber sonst ist doch Schau hier. Oder? Auf jeden Fall. Fantastisch. Boinki, 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 boink. So, jetzt nehmen wir hier eine Bodenprobe. Take Surface Sample. Das bringt 9 Science-Punkte. Keep Data. Und ein EVA Report. Naja, haben und nicht haben. So. Und rein wieder in das Ding. Take Data. Nee, das brauchen wir nicht. Grab. Was denn nun? Kommst du nicht mehr rein? Grab. Und drinnen sind wir. Also, ich würde sagen, sowas von erfolgreich. Ausgesprochen erfolgreich, ausgesprochen gut. Und deswegen zurück in die Heimat. Na, 15 Punkte. Ich weiß nicht, ob das viel ist, aber wir haben sie. Ja, wir waren im Weltall und sind georbitet. So, jetzt können wir irgendwie, gucken wir mal, ob wir noch irgendwas erforschen können. Was ist das hier für, sind das für Dinger? General Construction. Ah, das ist hier so ein, damit kann man vielleicht irgendwie dieses Wackelproblem, was ich mit meinen Außenbordmotoren irgendwie hatte, beheben. Was ist das? Tree-Coupler. Nee, ist das geil. Was kostet denn der Quatsch? 45, habe ich nicht. Verdammte Scheiße. Das ist nämlich cool. Da kann man nämlich 3 so eine Dinger dann an ein... Ah, das ist richtig gut, ey. Was ist das? Launch Stability Enhancer. Ja, braucht man. Radial Decoupler. Also das ist wirklich... Das hier ist guter Shit. Was ist das? Bokomax Radial Mount Liquid Engine. Was auch immer. Liquid Fuel Tank. Ja, und was gibt's hier? Mehr Flügelchen. Ein neues Cockpit. MK1. Und was ist das? Stay Putnik. Die ultimative Lösung für Crew-Sicherheit. Eine leichte Kugel. Also, das ist auch ein Cockpit oder was? Aha, wer weiß. Inline Reaction Wheel. Also es gibt hier noch eine ganze Menge zu lernen und bevor ich sozusagen versuche, mein Raumfahrtprogramm irgendwie stärker irgendwie oder weiter auszuweiten, werde ich mich wahrscheinlich erstmal ein bisschen mit dem ganzen Quatsch beschäftigen müssen und damit ihr mir nicht beim Lesen zugucken müsst. Machen wir das in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen.